Willkommen, Leute, zu Pikmin, meinem Let's Play again. Oh Mann, da freue ich mich schon echt lange drauf, ganz im Ernst. Ich habe vor, die komplette Pikmin-Serie nochmal zu spielen. Das bedeutet Pikmin 1 und 2 nochmal. Und Pikmin 3 habe ich ja noch nie gespielt, das wird dann sogar blind. Es ist lange her, dass ich Pikmin gespielt habe, tatsächlich, auf meinem Kanal. Also, ja, wir schauen mal, wie gut ich klarkomme. Wir spielen die Wii-Version tatsächlich. Aus dem Grund, dass ich die Steuerung für die Wii, also es war sowieso das erste Mal, dass ich Pikmin gespielt habe. Und ich liebe die Steuerung für die Wii tatsächlich. Die ist, ich weiß nicht, wenn ihr ein Strategiespiel spielt, was Pikmin ja irgendwie ist, und dann überlegt, was kommt am dichtesten an eine Maus-Tastatursteuerung ran? Die Wiimote oder der GameCube-Analogstick? Da wollen wir nicht lange drüber reden, ne? Das ist natürlich die Wiimote. Und deswegen beginnen wir hier heute ein neues Spiel, ein neues Abenteuer. Um eines der besten GameCube-Spiele, wenn nicht sogar das beste GameCube-Spiel, oder die beste GameCube-Spiele-Serie-Reihe. Ja, das kann man vielleicht so sagen. Eine nagelneue IP und absolut grandios. Miyamoto, hast du übertroffen. Übertreff dich doch bitte in der nächsten Zeit nochmal, okay? Dankeschön. Aber, was sehen wir denn da? Unser Held, der gute Captain Olimar, vom Asteroiden getroffen. Gilt das jetzt als Asteroid oder Meteorit? Die Experten werden es sagen und sagen, hey, Wolle, du bist ein Idiot, das ist aber ganz eindeutig. Du siehst es doch, was ist denn los mit dir? Ja, mir da nie so viele Gedanken drüber gemacht. Auf jeden Fall stürzt der Gute. Der Gute stürzt ab. Oder ist nicht gut? Das ist sowas nie gut. Und wir sehen schon, Teile des Raumschiffes verteilen sich hier in diesen Gebieten. Und das ist im Groben tatsächlich auch unsere ganze Aufgabe. Wir sollen die Teile, die Olimar verloren hat, wiederfinden, um nach Hause zu kommen. Ja. Aber ich denke mal, der Gute wird uns das auch ungefähr jetzt erklären, was Phase ist. Olimar, Spock. Erzähl mal. Mein Name ist Captain Olimar. Auf meiner Reise durch den Raum wurde mein Schiff von einem Meteoriten getroffen. Ich wurde bewusstlos und als ich wieder zu mir kam, war ich auf diesem fremdartigen Planeten gelandet. Meinem Dolphin fehlen viele Teile. Erinnerte nur mehr an ein Gerippe. Ein schmerzhafter Anblick für mich. Sein Antrieb fehlt. Ich bin gestrandet. Dolphin. Name den ersten Fun Fact. Projektname des GameCubes damals, ne, wie es heute DNX ist, war damals Dolphin. Shit. Krass. Um alles noch komplizierter zu machen, melden meine Sensoren, dass die Atmosphäre dieses Planeten aus giftigem Oxygen besteht. Die Reserven meines Lebenserhaltungssystems werden noch 30 Tage reichen, wenn ich bis dahin den Dolphin nicht repariert habe. Nein, besser nicht daran denken. Ich muss die fehlenden Teile finden. Ja. Und, das ist Phase, Freunde, ne? Kann man die Kamera aktuell schon ändern? Ich kann die Kamera noch nicht wegmachen. Das ist echt nicht? Das ist mir viel zu dicht dran. Legen, aber naja, das bringen sie mir vielleicht erst gleich bei. Und wir finden unsere erste Zwiebel. So nannte das Ding. Mit unserem ersten Pikmin. Ein seltsames Ding zeigt sich mir hier. Ich wollte gerade mit der Suche beginnen, als es erschien. Als ob es auf mich gewartet hätte. Es ließ einen einzelnen Samen fallen. Was ist es? Gibt es? Ist es eine Maschine? Es erinnert mich an ein Gemüse, das wir zu Hause Zwiebeln nennen. Ich werde es deshalb einfach Zwiebeln nennen. Okay. Ah, guck mal. Das ist doch schon sehr viel angenehmer. So versteckt hier Süßes im Boden. Das Niedlichste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Was ist das denn? Na? Na? Der Samen, den die Zwiebel fallen ließ, hat sich in der Erde verwurzelt und einen hübschen kleinen Trieb gebildet. Dieser Trieb strahlt ein seltsames Licht aus und schwankt hin und her ohne einen Hauch von Wind. Ich habe fast den Eindruck, er ruft nach mir. Ich muss einfach mal hingehen und A drücken. Ja, das ist vielleicht meine Maßnahme. Oh, ist der süß! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ja, reißt euch zusammen, Mädels. Ist okay. Sie sind süß. Ist okay. Wir haben es verstanden. Unglaublich! Als sie den Trieb pflückte, stellte sich heraus, dass es sich um ein Lebewesen handelte. Wahnsinn. Nicht um eine Pflanze. Ich habe ihm aber zum Glück nicht geschadet. Er steht einfach da und starrt mich an. Es erinnert mich an Pick-Pick-Karotten, die ich so liebe. Ich denke, ich sollte die Lebewesen Pikmin nennen. Und da bin ich nur gestrandet auf einem giftigen Planeten, ums Überleben kämpfend. Und trotzdem bin ich fasziniert. Ich muss diese interessanten Kreaturen unbedingt erforschen. Ich sollte versuchen, sie mit A festzuhalten und in die von mir gewünschte Richtung zu zeigen, um zu werfen.
Vielleicht reagiert das, wenn ich C und dann Steuerkreuz drücke. Wahrscheinlich. Während ich in eine Richtung zeige. Ich kann auch verschiedene Kameras, die Z-Kamera bewegen hinter mir, links, rechts, Zoom, nah und weit, oben, nah. Samt überstehen will, muss ich mit der Steuerung meiner Umgebung vertraut machen. Das ist halt wahr. Da haben wir keine Wahl. Okay, erstmal nice Perspektive hier. So, C. C lässt ihn dann kommen. B lässt ihn da wieder rein. Okay. Und mit A können wir den guten werfen, der dann diese mit Zahlen bestückten, was auch immer das sein soll. Was soll das sein? Ich kann es halt überhaupt nicht einschätzen. Was soll das darstellen? Sieht darauf aus für mich wie Kronkorken. Einfach erstaunlich. Die Zwiebel hat weitere Samen gesät. Die kleinen roten Gebilde, das hat nicht mal einen Namen, die Pikmin ernten, wenn sie eine Blume abgeschnitten haben, dienen der Ernährung und der Entstehung neuer Pikmin. Die Zwiebel scheint eine Art Brustkasten zu sein, ohne zu sagen, dass sie die Lebensform gründlicher studieren muss. Übrigens, wenn ich es irgendwann hinkriege, die Perspektive vernünftig einzustellen, dann kann ich euch ja nur sagen, wenn ihr das Spiel noch nie gespielt habt, tut es. Ich habe dem Spiel damals auch keine Chance gegeben, weil ich halt auch dachte so, ob das was für mich ist, ne, kann ich halt überhaupt nicht einschätzen. Ist alles so merkwürdig und verrückt und ein Strategiespiel, das man so steuert. Das kann doch nicht sein. Man kennt ja das dumme Gesülze, das man so von sich lässt in solchen Momenten. Und ich kann euch nur sagen, vergesst das. Vergesst es. Ihr werdet, wenn ihr dieses Spiel anfangt, find's scheiße, dass du jetzt mal die Kamera wieder ranzoomst, wenn ich das mache. Ihr werdet dieses Spiel einfach abgöttisch lieben. Ist halt so. So, jetzt sehen wir auch, dass die bringen immer zwei, ne? Jetzt sehen wir aber auch, es gibt verschiedene. Fünf. Und fünf bedeutet, dass fünf Pikmin getragen müssen. Das sehen wir auch an der Anzeige. Wahnsinn! Das ist krass, oder, ne? Was sie uns alles zeigen. Und wir brauchen hier, das zeigt uns die Anzeige auch, 10, um das hier wegzuschieben. Wir befinden uns übrigens im Tutorial-Tag. So viel dazu. Deswegen haben wir auch noch kein Zeitlimit und so. Tutorial-Tag ist dafür da. Lern das Scheißspiel erstmal kennen. Ich meine, alles ist für dich neu. Das ist halt wirklich. Ich mag auch die Grafik. What the fuck? Ich finde die Grafik so gut von diesem Spiel. Man könnte fast sagen, der Typ hier liebt alles an dem Spiel. Und, ja. Ja. Das ist halt auch wahr. Hast du mir jetzt eigentlich schon den Tipp? Nö. Von wegen. Ja, okay, ich kann sowieso schon. Kann auch einfach die ganze Zeit A spammen. Dann klappt es auch. So, wenn wir mehr hier dran packen, geht es schneller. Das hier wird jetzt halt als Cutscene gezeigt. Deswegen ist es irrelevant. Was gibt es noch zu sagen? Wir können maximal im Bildschirm 100 Pikmins haben. Glaube ich. Von verschiedenen Sorten. Es gibt halt verschiedene Sorten. Und so weiter, aber das finden wir noch raus. Die Pikmin sind neugierig wie kleine Kinder. Sie stehen zu Gruppen zusammen, die Aufgaben erledigen, zu denen ein Individuum nicht in der Lage wäre. Ein Schimmer der Hoffnung macht sich in meinem Herzen breit, dass ich ihre Fähigkeiten nutzen kann. Vielleicht ist es mir so möglich, mein Schiff zu reparieren. Meine Studien helfen mir dabei. Nähere dich den Trieben und pflücke sie mir da. Drücke A, Pikmin zu fassen und es zu werfen. Probiere, um sie zu rufen. C, um sie zu entlassen. Probe wird kommandiert. Nach unten, in Richtung. Links, rechts, hast du nicht gesehen. Computer speichern mit Plus. Ah, ist halt so viel. So viel Stuff. So, ach so, okay, ich wollte gerade sagen, komme ich da eigentlich dran? Nicht wirklich. Und da sehen wir einen Teil der Dolphin. Das wichtigste Teil übrigens. Also ein echt wichtiges Teil. Wahnsinn, es ist wirklich wahr. Der Antrieb meines Schiffes liegt direkt vor meinen Füßen. Durch Zufall bin ich über das wichtigste Teil überhaupt gestolpert. Das Schicksal meint es gut mit mir. Dennoch, wie soll ich es nur zum Dolphin transportieren? Gute Frage, denn wenn wir einmal einen dran schmeißen, sehen wir 20. 20 ist halt schon eine Ansage, das bedeutet, meine liebsten Pikmin, ihr dürft jetzt erstmal alles Mögliche so zur Zwiebel tragen. Wie gesagt, wenn man da mehr dran schmeißt, weil man halt noch welche über hat, dann tragen sie das ein bisschen schneller. Sehen ja jetzt, wie langsam wir die Einser sind, ne? Der Zweier überholt jetzt schon fast. Und die 5-8er. Und ach, das ist toll. Ist das ein Traum?
Es macht halt so viel Spaß, wenn man es wieder spielt. Das ist krass. Das ist krass. Ich denke gerade so, Alter, du hast es vermisst. Du hast es einfach vermisst, Pikmin zu spielen. Weil es so gut ist. Okay, dann chillen wir mal kurz. Lass mal alle rauskommen. Denn einen geilen Hinweis kriegen wir nämlich noch. Das wird er uns gleich sagen. Nehme ich an. Dann sind wir, glaube ich, mit dem Tutorial-Gedöns auch schon durch. Was gut wäre. Aber eigentlich wollte ich mir damit auch gar nicht allzu viel Zeit lassen. Ja, jetzt sagt das. Ich finde es ermüdend, jeden einzelnen Trieb zu pflücken. Genau, das habe ich halt auch gesagt, mein Freund. Und deswegen, gutes Altes, es kommt alles wieder mal zurück zum Tippeln des A-Knopfes. Man kennt es, ne? Damit mit Tippeln des A-Knopfes machst du eigentlich nie was falsch. Ist einfach so. Kannst nichts falsch machen. Schwaches Licht, leuchtende Farben, bla 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 bla. Hm? Man könnte die Pikmin auch theoretisch ein bisschen länger hier sprießen lassen. Da ist dann das Ding, dass sie dann nicht mit einem Blatt zur Welt kommen, sondern sie kommen mit einer Knospe. Und wenn man sie ganz lange drin lässt, mit einer Blüte auf die Welt. So, ich kann doch jetzt auch einfach... Nee, warte mal. Wollen wir mal was testen. Wir können ja auch irgendwie Richtung ans... Ah ja, nach unten drücken, genau. Nach unten drücken und dann zielen. Dann gehen halt alle direkt auf was auch immer du haben willst. Ah, die Kamerasteuerung. Die Kamerasteuerung. Fuck. Sie ist so wie... Sie ist so scheiße wie ihr. Aber okay. Auch da kommen wir natürlich rein. So, wir bringen jetzt unseren Antrieb dahin zur Dolphin. Wir haben auch, glaube ich, soweit... Müssen ja alles abgegrast haben. Wüsste jetzt nicht, was noch fehlen soll. Heute das? Ich hör's. Die klingt nicht gut. Die klingt nicht gut. Das klingt nicht sonderlich gesund. Kommt einen Tacken schneller, Jungs. Wir können auch selber hauen. Übrigens. Denn... Es bleibt nicht immer so friedlich, wie es jetzt gerade aussieht, logischerweise. Wir werden auch noch auf fiese, böse Gegner treffen. Und die habe ich, glaube ich, in meinem ersten Let's Play nie selber gehauen. Mal schauen, ob ich diesmal ein bisschen darauf gehe, ne? Die auch mal ordentlich zu verkloppen. Sie haben es ja auch nicht anders verdient. Boah, Glitzer, Freude, super. Oh Wunder, mit Hilfe der Pikmin habe ich einen großen Schritt Richtung Heimat machen können. Mein Schiff kann wieder abheben. Der kleine Funke Hoffnung wird zu einer Flamme. Die Suche, sie beginnt morgen. Denn abends, ist auch super wichtig, abends müsst ihr alle Pikmin in ihre Zwiebel bringen. Denn Pikmin, die nicht nachts in ihrer Zwiebel sind, sind verlorene Pikmin. Sie werden gefressen. Aber diese süßen Dinger, Wollo, es kann doch nicht sein, dass jemand die fressen würde. Doch. Doch. Doch, es ist halt leider wirklich so. Und deswegen super wichtig, immer im Hinterkopf behalten, Vesado, immer im Hinterkopf. Wir wollen natürlich möglichst wenig Pikmin verlieren. Ich kann das nicht versprechen, weil, ja, ich bin jetzt nicht der Pikmin-Experte, also wirklich nicht. Deswegen schauen wir mal. Ein Tag seit Absturz. Irgendwie ist es mir gelungen, mit dem Dolphin abzuheben. Die Zwiebel schwebt zu meinem Erstaunen neben mir. Vielleicht können die Pikmin nachts nicht auf der Oberfläche des Planeten überleben. Oder begleiten sie mich aus anderen Gründen? Wie auch immer. Es scheint so, als würden sie mir morgen wieder helfen. Im Dolphin fehlen noch 29 Teile. Finde ich sie nicht rechtzeitig, werde ich wohl nicht mehr zu meiner Familie auf Focatate zurückkehren können. Die Analyse zeigt, dass mein Lebenserhaltungssystem noch 29 Tage durchhält. Unter mir sehe ich einen dichten Wald. Er ist der Schlüssel für mein Überleben. Ich nenne ihn den Wald der Hoffnung. Morgen werde ich ihn erforschen. Ja, das sind unsere Stats. Pikmin-Populität, 23 Stück. Geil. Ich bin begeistert. Speichern wir ab. Und ich würde sagen, es war jetzt zwar nur das Tutorial, aber im nächsten Part beginnen wir dann mit dem Wald der Hoffnung und beten dafür, dass ich hoffe, ich schaffe das überhaupt, ne? Man kann ja theoretisch, wenn man nicht die Teile hat bis dahin, ist man halt aber halt verloren, ne? Das ist Game Over. Deswegen... Schauen wir mal, wie gut der Vesado das macht. Wir sehen uns beim nächsten Mal beim Wald der Hoffnung, Tag 2, wo das Spiel dann richtig beginnt. Ich hoffe, ihr habt Bock und gebt dem Spiel die Chance, die es verdient. Denn es ist wirklich grandios. Aber genug gelabert. Wir sehen uns. Haut rein, bis dann und ciao.